Guten Morgen, liebe Gemeinde, und herzlich willkommen zum heutigen Kantatengottesdienst und zur Eröffnung des Martini-Festivals. Schön, dass Sie da sind. Sie haben ein Programmheft in der Hand, das leider nicht das richtige Programmheft ist. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, warum das nur schwarz-weiß ist und gar nicht alles drin ist. Eigentlich hatten wir wunderbare Programme vorbereitet für das ganze Festival. Diese Programme sind aber leider nicht geliefert worden. Deshalb haben wir gestern noch schnell Kopien für den heutigen Kantatengottesdienst gemacht. Sie können also heute noch nicht das mit nach Hause nehmen, was in den nächsten Veranstaltungen hier so los ist. Aber das macht ja nichts. Sie müssen dann einfach am Dienstag zum nächsten Konzert kommen. Da müssen dann die richtigen Programme auch da sein und dann sind Sie versorgt mit Informationen. Denn Sie müssen ja wissen, was Sie verpassen, wenn Sie nicht kommen. Also, heute nur die Kopie, ab Dienstag gibt es dann die richtigen Programme. Aber ich denke, das tut der Sache heute absolut keinen Abbruch. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Gottesdienst feiern, dass wir das Martini-Festival feiern und eröffnen können. Und ich bin auch froh über meinen pastoralen Beistand, Ralf van Dorn, der mit mir gemeinsam heute die Einführung machen wird. Ich werde die musikalischen Aspekte des Eingangschores unter die Lupe nehmen und Ralf wird zu den Texten der Kantate noch ein wenig sagen und zum Aufbau dieser einzelnen Sätze. Ein paar allgemeine Dinge über diese Kantate. Wer Dank opfert, der preiset mich, hat Bach 1726 komponiert in Leipzig. Es ist sein dritter Kantatenzyklus, geschrieben für den 14. Sonntag nach Trinitatis. Das war damals bei der Uraufführung der 22. September, also gar nicht so weit vom heutigen Datum entfernt. Interessant ist immer, sich die vorgeschriebenen Lesungen des Sonntags anzuschauen, denn an denen hat Bach sich auch bei seiner Auswahl an Texten und bei der Musik orientiert. Und das ist zum einen ein Abschnitt aus Galater 5. Ein Vers daraus lese ich kurz vor, lassen Sie ihn einfach auf sich wirken. Ich denke, er gibt auch schon eine Richtung vor. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das bringt der Geist Gottes in unserem Leben hervor. Und die zweite Geschichte, und davon erzählt auch die Kantate in einem Satz. Deshalb ist es ganz gut zu wissen, welche Lesung das ist. Das ist aus Lukas 17, die Heilung der 10 Aussätzigen. Ralf, kannst du uns ganz kurz, einige haben diese Geschichte sicherlich auch vor Augen, aber das etwas aufzufrischen, um zu wissen, worum es geht, ist sicherlich nicht schlecht. Als jemand, der Road-Movies liebt, mag ich diese Geschichte auch sehr gerne, weil Jesus mit seinen Leuten seit Lukas 9 unterwegs ist, auf dem Weg nach Jerusalem. Dort entstehen und passieren entscheidende Dinge, Gespräche und eben auch Heilungen. Und diese Geschichte ist sozusagen im Land in der Nähe von Samaria lokalisiert, was sehr wichtig ist, weil es da so eine Art von, wie soll ich sagen, Erbfeindschaft ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch eine große Konkurrenz zwischen den jüdischen und den samaritanischen Menschen. Und in diesem Kontext kommen 10 Menschen zu Jesus und schreien um Hilfe, die sogenannten Aussätzigen, die sozusagen keine Chance haben, am Leben teilzunehmen. Und Jesus hört den Ruf und sagt ihnen, geht zum Priester, dann werdet ihr heil sein, dann werdet ihr gesund sein, ganz sein. Und dann wird eben erzählt, dass einer zurückkommt von den 10 und Danke sagt, richtig auf die Knie geht und froh ist. Und dieser eine gehört eben nicht zu den eigenen Leuten, sondern ist der Fremde, ist der Samariter, der Samaritaner. Und ich denke, da ist ein echter Appell drin, nicht so ganz sicher zu sein über die eigene Identität, dass das alles cool und super ist, sondern dass die Fremden uns gerade etwas zeigen könnten. Und das wird da erzählt. Wenn Sie dachten, Sie kommen nur zum Zuhören, haben Sie sich getäuscht. Sie haben ja Noten vor sich liegen. Wir singen einfach mal diesen ersten Abschnitt, den Sie hier vorfinden, das Fugenthema. Nicht ganz einfach, aber ich denke, der Chor wird uns dabei unterstützen. Ja, kräftiges Nicken aus dem Seitenschiff. Wir Dank. Achtung, 2, 3, 1. Wir Dank. Nicht
ganz eingängig. Wir werden das noch ein bisschen trainieren. Aber bevor wir das tun, Ralf, hilf uns kurz auf die Sprünge, wer Dank opfert. Ich glaube, zu dem Wort opfern haben wir alle ganz unterschiedliche Vorstellungen. Was bedeutet das in diesem Kontext? Also im Prinzip wird ja auch noch vergegenwärtigt, was Paul Gerhardt gedichtet hat. Du willst ein Opfer haben, hier bringe ich meine Gaben. Mein Weihrauch und mein Widder sind mein Gebet und Lieder. Opfer ist für die meisten Protestanten zumindest ein sehr, sehr schwieriger Begriff. Sozusagen der Verdacht, dass das Volk der Bibel sich durch Opfer irgendwie freikaufen wollte und dann die ganzen Schweinereien so weitergehen können im Leben. Das ist eine schreckliche Verzeichnung dessen, was in der Bibel der Opferdienst bedeutet. Im Opferdienst, der ja auch mit Geben von kostbaren Gaben zusammenhängt, materialisiert sich biblisch sozusagen der Dank eines Menschen oder einer Menschengruppe. Also wer opfert, will nicht flach sein und eine Religion leben, die sich quasi selbst erlöst, sondern die Grundidee ist, dass der Mensch sich im Opfer selber hingibt. Und da es irgendwann keine Möglichkeit mehr gab zu opfern, weil beide Tempel in Jerusalem zerstört wurden, war schon vor Jesus sozusagen unter den oft gescholtenen Pharisäern üblich zu sagen, der eigentliche Dienst ist der Dienst mit dem Herzen. Das ist das eigentliche Opfer und das ist das Gebet und das gemeinschaftliche Gebet. Also sozusagen ein Ausdruck der Freude, das sich schon im Tieropfer zeigte und im Gemüseopfer, sag ich mal, aber eben auch eine innere Haltung, die wir im Prinzip in der Kirche aufgenommen haben, in der Kollekte, wo eigentlich von der Grundidee nicht ein bisschen klingelt, sondern wo wirklich etwas aus Dankbarkeit auch drin sein sollte. Und Bach vertont das wirklich sehr überschwänglich. Ne? Das Herz quillt sozusagen vor Dank über. Wer Dank opfert. Das ist so ein richtiger Aufschwung. Wir probieren das. Seien Sie mutig, singen Sie mal mit und merken, dass das nicht ganz so einfach ist. Wer 2, 3, 1. Wer da? Ja, genau. Das machen wir direkt nochmal. Das wird gleich. Müsst aufpassen, dass wir nicht den. Nein, wir tauschen den Chor nicht aus. Keine Angst. Aber das klingt schon schön. Und diese Aufwärtsbewegungen. Übrigens hat Bach diesen Eingangschor später umgearbeitet zu einer Messe, Cum Sancto Spirito, also mit dem Heiligen Geist. Und dieser Esprit, der steckt auch in diesem Dank schon mit drin. Also das macht er nicht zufällig. Ne? Also das ist, vielleicht haben wir irgendwann die Gelegenheit, diese G-Dur-Messe auch mal aufzuführen. Aber mit diesem Schwung, mit diesem Geist, mit dieser Begeisterung fürs Danken, singen wir das Ganze nochmal. 2, 3, 1. Wer dankt? Der preiset mich. Auch mit dieser schönen, dankbaren, gütigen Geste am Schluss. Einmal nehmen wir es noch. Das Thema kommt im Eingangschor sehr oft vor. Und je häufiger Sie es auch gesungen haben, umso häufiger werden Sie es natürlich auch nachher hören können. Nochmal mit diesem Schwung. Wir ziehen das Tempo schon mal ein kleines bisschen an. Das schaffen Sie. 2, 3, 1. Wer da? Also hier wirklich eine ganz große Begeisterung für das Danken, das Dankopfer. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Beobachtung. Dieses Thema geht noch weiter. Da steht zwar jetzt schon Kontrasubjekt, aber der Psalmvers, der hier vertont ist, wer Dank opfert, der preiset mich, geht eben weiter. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wir singen es erstmal, bevor ich sage, was das Besondere hier ist. Und das ist der Weg, das ist der Weg, dass ich ihm zeige.
Das gehört zusammen, das ist ein Vers. Und jetzt gibt es vielleicht ein klein wenig Musiktheorie, aber das ist zum Verständnis hier ganz hilfreich. Also wir haben hier in diesem Eingangschor einen Aufbau, der fängt mit einer Fuge an. Nach einer instrumentalen Einleitung singt der Chor eine Fuge. Wer Dank opfert, das werden Sie dann merken, der Tenor beginnt, es setzt der Alt ein und dann, glaube ich, der Bass und dann der Sopran oder andersrum, Sie werden es hören. Das heißt, ein Thema, was durch vier verschiedene Stimmen durchgeht. Und dann in dem Mittelteil gibt es zwei Duettchen. Ich habe das in Anführungszeichen gesetzt, weil das ist kein besonders musikwissenschaftlicher Begriff. Aber diese beiden Duette sind so klein, dass man das eigentlich nur als Duettchen bezeichnen kann. Warum es die gibt, das sage ich später. Und am Schluss gibt es noch mal eine Fuge. Uns hat in den Proben am Anfang dieser Aufbau auch ein wenig verwirrt, weil der ganz untypisch ist. Entweder hat man eine Fuge und dann ist das Stück zu Ende, aber dass dann dieses eingeschobene Duett in zwei verschiedenen Kombinationen und wenn man es im Orchester weiterführt, in noch mehr Kombinationen zu finden ist. Warum dieses Duett? Das erklärt sich aus einer anderen Sache. Und dazu gehen wir zurück zu dieser Fuge. Wenn eine Fuge beginnt mit einem Thema und die zweite Stimme einsetzt, muss die erste Stimme ja ein anderes Thema singen. Ein Thema, das zu diesem Fugeneinstieg passt. Und dieses zweite Thema nennt man ein Kontrasubjekt oder auch Kontrapunkt oder auch Gegenthema. Also jede Stimme, die von einer zweiten Stimme begleitet wird, muss eben ja harmonisch zueinander gesetzt sein. Und hier ist es ganz interessant, dass wenn der Chor mit der zweiten Stimme beginnt, mit dem zweiten Einsatz, wer Dank opfert, dass dann immer die Stimme, die davor eingesetzt hat, und das ist der Weg, singt. Und das lässt sich relativ leicht erklären. Wir haben hier zwei verschiedene Perspektiven. Wer Dank opfert, das ist die Perspektive des Menschen. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Das ist die Perspektive Gottes. Und beides, wie Thema und Kontrasubjekt, gehört zusammen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und deshalb auch diese Duette. Beim Duett gehören ja auch immer zwei zusammen, sonst ist es kein Duett. Und hier haben wir nämlich dann auch, und das sehen Sie hier eine Zeile drunter, wo ich auch das Duettchen nochmal aufgelistet habe, dann sieht man auf der linken Seite, dass Sopran und Bass gleichzeitig singen. Der Sopran singt, wer Dank opfert, und der Bass, und das ist der Weg. Auch hier haben wir wieder die göttliche und die menschliche Perspektive vereint im Duett. Ein paar Takte später kommt das Duett nochmal, jetzt zwischen den Mittelstimmen. Und das sieht man jetzt optisch so schön, diese beiden Stimmen sind schon zueinander gerückt. Aus Sopran und Bass, aus diesen Außenstimmen sind die Mittelstimmen geworden. Das heißt, man ist sich sozusagen in diesem Dankopfer schon näher gekommen. Und das finde ich eine sehr interessante Beobachtung hier. Ich möchte noch ein zweites Motiv zeigen, das finden Sie ganz unten. Ich habe das mal Motiv Sehnsucht genannt. Das singen wir jetzt nicht gemeinsam, weil das ist nicht so ganz einfach von der Lage. Aber man spürt der Brahma. Preiset mich. Oh, wir können es mal in der Basslage singen. Diese langen Töne, die haben alle so eine Sehnsucht und sind in den nächsten Takt hier reingezogen. Probieren Sie es einfach aus. Der Chor darf gerne auch in der Originallage mitsingen oder oktaviert, wie ihr möchtet. Eins, zwei. Der Preiset. Sie hören, das ist eine sehr exponierte Lage, aber diese langen Töne, die so in den nächsten Takt hineingleiten, das ist eine große Sehnsucht, die hier zum Ausdruck kommt. Und beides werden Sie dann auch mit Chor und Orchester im Zusammenklang hören. Diese Ebene, dieses Freudige, dieses Lebendige und auf der anderen Seite diese Sehnsucht. Und es ist die Frage, ist es die Sehnsucht des Menschen, dankbar sein zu können? Wir kennen das ja von uns alle, dass wir manchmal gerne dankbar wären, dass der Kopf uns das sagt, aber das Gefühl, etwas anderes
mit uns macht. Ne? Ist es sozusagen unsere Sehnsucht oder ist es die Sehnsucht Gottes, dass wir Menschen uns mit Dankbarkeit ihm nähern, damit wir als Menschen heil werden? Und dieses Heilwerden, du hast es eben auch schon mal gesagt, das finden wir hier ganz am Ende, preiset mich. Das ist eine, wer Noten lesen kann, hat es vielleicht schon entdeckt, ein Oktavsprung. Das Preisen endet in einem Oktavsprung. Und zwar in jeder Fuge in diesem Eingangschor nur einmal. Und wenn etwas nur einmal vorkommt, dann hat es schon eine besondere Bedeutung. Es kommt in der ersten Fuge im Alt, in der zweiten Fuge im Sopran vor. Und dieser Oktavsprung, die Oktave umfasst ja alle Töne, die wir haben. Da drin ist alles gesagt in unserem Tonsystem. Das heißt, wir werden vollkommen durch diesen Preis, durch dieses Danken. Ich denke, das soll hier wirklich zum Ausdruck kommen. Gott sehnt sich nach der Vervollkommnung des Menschen durch das Danken. So viel zum Eingangschor. Ich denke, das ist ganz interessant, diese verschiedenen Ebenen mit zu beobachten. Es kann auch alles immer Spekulation sein. Wir wissen ja nicht, was Bach gedacht hat. Aber es sind hier viele Punkte, die sehr auffällig sind. Und wenn sie zumindest uns auch einen Weg durch diese Musik geben und durch das Thema Dankbarkeit, Dankopfern gibt, dann ist das eine gute Hilfe. Lebendigkeit und Sehnsucht nach dem Einswerden. Ralf, wie geht es im Text der Kantate weiter? Ja, für mich ist es fast ein Sakrileg, gegen diese wunderbaren Glocken anzusprechen. Aber gut. Ja, wer Dank opfert, ich glaube, es ist beides, so wie du das gesagt hast, wie du es gefragt hast. Die Sehnsucht Gottes und die Erfüllung dessen, was Menschsein bedeuten könnte. Die erste Ruhe kommt sozusagen vom Text her, dann in der Aria 5, welch Übermaß der Güte schenkst du mir. Da wird dann gedankt. Ich kann jetzt den ganzen Text nicht vorlesen, aber da wird vom Ich gesprochen, das zum Du Gottes redet. Da erfüllt sich also etwas, was Gott sich ersehnt im Prinzip, ja, was Gott will. Die Überschrift ist ja dieser Psalmvers aus Psalm 53. Man könnte dann sagen, dass das, was zwischen 1 und 5 passiert, in 2, 3 und 4, dann wie ein Weg dorthin sind. Wenn Sie sich das gleich, wie gesagt, wir können es jetzt nicht lesen, wenn man sich gleich hörend vergegenwärtigt, spüren Mann und Frau, es wird in der dritten Person von Gott gesprochen. Hier ist ein Lob groß gemacht, aber keine Ansprache. Ein Lob, das getriggert wird durch das, was wir sagen könnten, wir lesen das Buch der Natur, was wir kennen. Menschen gehen in den Wald und sagen, ich erfahre Gott und das reicht mir. Bach oder den Dichtern reicht das nicht, dass es sozusagen ums allgemeine Lob Gottes geht. Es geht dann in 3 einen Schritt weiter. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Da wird dann das Du Gottes aufgerufen durch die Erinnerung an einen der schönsten Psalm 36 nämlich. Mir fällt eine Sache noch ein zu dem, weil du sagtest Natur in der Arie Nummer 3, die ist besetzt mit einem Instrumentaltrio. 2 Geigen spielen hier. Ich hätte fast gesagt, um die Wette, natürlich nicht um die Wette, sondern miteinander. Und Basso Continuo und die Sopransolistin. Das heißt, 4 verschiedene Stimmen treten hier auf. Und die Zahl 4 ist ja auch immer die Zahl für das Weltliche. Also hier steckt sozusagen die Betrachtung der Natur, die 4 Elemente, die uns umgeben, steckt auch in dieser Arie schon in der Anzahl der Stimmen drin. Ja, also da kippt das auch ein bisschen. Da wird die Natur noch bestaunt, aber es kommt vom Reden über Gott schon zur Ansprache an ihn. Das ist auch beim Psalm 23 so. Lange, lange wird über Gott gesprochen und dann kippt es ins Du. Die evangelischen Exegeten haben oft gesagt, deswegen müssen wir die Texte auseinanderreißen. Nein, das gehört sicherlich zusammen. Betrachtung, 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 bis Gott sozusagen zum Du des Lebens wird. Und das passiert dann schließlich in 4. Es reicht nicht, die Natur zu betrachten, da ist sich der singende Mensch im Klaren. Es reicht nicht, die Natur zu betrachten, weil Gottes Heil, Gottes Rettung muss noch woanders herkommen. Und dann knallt da sozusagen unter 4. das rein, was wir schon kurz besprochen haben, nämlich diese Geschichte von der Heilung der Menschen, der umkehrt, Gott preist, sich niederwirft und dann dankt. Das ist eben der Fremde. Und ich denke, da ist ein Stachel drin. Leute, seid doch nicht so sicher in dem, was ihr schon immer wusstet, sozusagen. Und dann, wie gesagt, in 5. da, dieser, welch Übermaß der Güte schenkst du mir,
kommt Gottes Sehnsucht im Prinzip durch das Bekenntnis, durch das Dankbekenntnis zur Ruhe. Das Wort. Und hier wird übrigens getanzt. Also diese Arie Nummer 5. Ist fast ein höfischer Tanz. Ne? Also man stellt sich vor, dieser eine Samariter kommt zurück und er führt einen Freuden- und Dankbarkeitstanz auf. Dankbarkeit, weil er zu Gott fand und weil Gott ihn oder sie fand. Das Wort Todah, Dank im Hebräischen, ist übrigens auch das Wort, das sage ich immer gerne in Klammern dazu, was letztlich von der Wortgeschichte hinter dem Wort jüdisch sein und Jüdin und Jude sein steht. Das wird ja in der Regel ziemlich krank ethnisch verstanden. Nein, aber biblisch gesehen ist jüdisch sein, dazu gehört Jesus ja, einer, der voller Inbrunst sozusagen staunt über das, was ihm begegnet und dankbar ist. Der sechste Abschnitt dann, sieh meinen Willen an, der geht nochmal zurück. Da ist das dankbare Ich nochmal in sich hineinhorchend und es werden zwei Perspektiven reflektiert. Eine sozusagen irdische, also ich kenne, was ich bin, Leib, Leben, Verstand, Gesundheit, das kommt alles von deiner Gnade. Also das, was wir tagtäglich erleben. Das sind vier Zeilen. Die anderen vier Zeilen staunen über das, was in der Hoffnung auf die Vollendung möglich sein wird. Da wird heute schon etwas gegeben, das hast du gerade zitiert, nämlich Lieb, Gerechtigkeit und Freud. Das erlebe ich irgendwie schon heute, aber das ist gleichzeitig viel mehr als in der Heutigkeit zu verharren. Es ist sozusagen wie ein Hinweis, wie ein Angeld auf das, was noch kommen wird. Und das ist kein Zufall, dass das acht Zeilen sind, die in 2x4 geteilt sind. Ein Narr wäre das eine der vier Zeilenpäckchen gegen das andere ausspielt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Hier ist die irdische Perspektive und die Hoffnung auf Vollendung. Und erst das zusammen ergibt die Acht. Das ist die Oktave sozusagen. Und die Acht ist, und das ist ein Zitat aus einem wunderbaren Lexikon, die Acht, das ist klar, die geht über die Sieben hinaus und damit über das Ende des Lebens und der menschlichen Existenz. Diese Acht ist von den Kirchenvätern als Symbol der Auferstehung betrachtet worden. Daher auch achteckige Grundrisse in Kirchen, Kathedralen und so weiter. Also es kommt damit im Prinzip in gewisser Weise, wie soll ich sagen, nicht zur Ruhe, sondern die Vollendung im Dank wird jetzt nochmal reflektiert. Danke für das, was du heute schenkst, das Körperliche auch, danke für das Geistige und das ist ein Hinweis auf das, was Vollendung bedeutet. Ja. Und dann endet es mit dem Choral. Das ist interessant, der Choral ist im Prinzip, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, euer Plakat, mit dem ihr zum Singen werbt, ich, du, Musik, wir. Ja, der Choral geht ins Wir, ich würde sagen, vielleicht zuerst mal der versammelten Gemeinde, aber in der Hoffnung, dass es das Wir der Menschheit werde, dass Menschen ihr menschliches Maß kennenlernen, dass sie Staub sind, dass sie zerfallen und begnadet sind mit einer großen Chance, mit Gott und miteinander zu leben. Ach, wäre das eine allgemeine Erkenntnis, dass Menschen alle Geschöpfe sind und dankbar würden, dann sähe die Welt anders aus. Vielen Dank, Ralf. Mir bleibt jetzt noch uns einen gesegneten Gottesdienst zu wünschen, ein gutes Zuhören, ein gutes Mitsingen. Wir werden aus diesem Schlusschoral, den wir in der Kantate singen, auch noch zwei Strophen als Gemeindelied singen, haben Sie auch abgedruckt im Programm. Aber ich denke, das wird Ute Waffenschmidt-Leng auch noch sagen, wie es dann nach dem Gottesdienst weitergeht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Festival. Kommen Sie direkt am Dienstag, da erfahren Sie noch ein bisschen mehr über Johann Sebastian Bach, aber auf eine ganz andere Art und Weise, gar nicht erklärend, sondern aus der Sicht von Albert Schweitzer, der eine der bekanntesten Bach-Biografien geschrieben hat und unglaublich schön erzählt hat. Und Helge Heinold aus Frankfurt, ein begnadeter Leser, ich sag mal, der kann einem das Telefonbuch vorlesen, das ist trotzdem spannend. Aber er wird nicht das Telefonbuch vorlesen, sondern eben Albert Schweitzer und Abschnitte über Johann Sebastian Bachs Zeit in Leipzig. Und aus dieser Zeit werde ich auch Orgel- und Klavierwerke spielen und die hier auch auf unseren beiden wunderbaren Instrumenten gegenüberstellen. Also es lohnt sich, am Dienstag direkt mit Bach weiterzumachen. Und was es sonst noch alles gibt, haben Sie in der Übersicht vorne stehen.
Wenn Sie noch kein Flyer haben, wo die genauen Informationen stehen, wir haben noch ausreichend Flyer an den Eingängen liegen, dann versorgen Sie sich und markieren Sie sich sofort, auf welche Veranstaltungen Sie Lust haben und besorgen sich am besten schon Karten. Also herzliche Einladung zu allem, was noch kommt. Vielen Dank.
Herzlich willkommen zum Kantatengottesdienst, mit dem wir das Martini-Festival heute hier in der Martini-Kirche offiziell eröffnen. Das Martini-Festival, das haben Sie schon wahrgenommen, ist ein Benefiz-Festival. Das heißt, es soll zur Unterstützung der Sanierung unserer wunderbaren Martini-Kirche dienen. Viel Arbeit steckt im Vorfeld in diesem Festival. Viel Arbeit für das Programm zusammenzustellen. Es ist ein wunderbar vielfältiges und hochkarätiges Programm geworden. Und wir sind froh und auch ein bisschen stolz darauf, ohne Frage. Ich möchte an dieser Stelle daher allen ganz herzlich danken, die im Vorfeld mitgedacht und mitorganisiert haben. Und an allererster Stelle möchte ich zunächst einmal unserem Kantor Peter Scholl danken. Er hat dieses wunderbare Programm zusammengestellt und organisiert. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch denen danken, die federführend da an der Gestaltung des Programms und an allem Möglichen noch mitgewirkt haben. Sabine Schäfer, sie hat die Texte fürs Programm, für den Flyer und so weiter geschrieben. Herzlichen Dank dafür. Viel Arbeit. Gesine Dicke, sie hat die Kontakte mit den Künstlern gehabt und viel Organisatorisches dort geregelt, auch Kontakte hergestellt, Informationen gesammelt, die wir brauchten dann für den Flyer und so weiter und so weiter. Und du begleitest auch noch weiterhin die Künstlerinnen und Künstler jetzt während der ganzen Zeit. Herzlichen Dank für dein Engagement auch. Und ich möchte auch danken, die ist zwar heute nicht da, aber ihr Mann ist, glaube ich, da, Steffi Lindner. Steffi Lindner ist zuständig für Layout und für alles, was die Schönheit der Plakate, des Programms, der Flyer und so weiter angeht. Die Zusammenstellung, sie hat viel, viel Zeit da auch investiert. Auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Steffi Lindner. Und ich würde sagen, geben Sie das weiter. Ja, genau. Ja, die Geschenke, also ich sag mal, der materialisierte Dank, wie ich eben gelernt habe, der kommt gleich noch. Das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, auch dieser Begrüßung, aber der kommt gleich noch an euch alle und an noch ein paar mehr. Also geht nicht aus der Kirche, ohne was in der Hand zu haben. Dank auch an alle, die mitgedacht und Korrektur gelesen haben. Da sind viele aus dem Chor auch dabei gewesen, Trixi, Dango unter anderem und so weiter. Ganz viele, die da mitgemacht haben. Unser Dank geht auch an die Sponsoren, das ist die Bürgerstiftung. Ich sehe gerade auch einige Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerstiftung hier. Schön, dass Sie da sind. Die Sparkasse, das Kulturbüro des Kreises, die dieses Festival so unterstützen, dass der Reinerlös tatsächlich, also die Eintrittsgelder, allesamt der Sanierung der Kirche zugutekommen. Danke auch schon jetzt an alle, die das Festival begleiten. Also es gibt viele, die dann den Sekt ausschenken, dafür sorgen, dass die Gläser alle da sind und den Einlass gewähren und so weiter. Auch die sind total wichtig und auch denen schon jetzt ein herzliches Dankeschön. Ja, unseren Küster, der auch schon viel geschleppt und gerödelt hat, darf ich auch nicht vergessen. Patrick Meyer, der ist heute auch nicht da, aber dem sagen wir den Dank noch weiter. Das Streaming-Team bedenke ich jetzt auch nochmal extra, auch immer wieder sonntags und heute auch dafür da, dass wir einen guten Weg auch zu Menschen finden, die am Gottesdienst nicht teilnehmen können aus unterschiedlichen Gründen. Mit diesem Applaus
Mit diesem Kantatengottesdienst eröffnen wir also dieses wunderbare Programm des Festivals, symbolisch nach dem Gottesdienst und auch dadurch, dass wir unser neu restauriertes und saniertes Portal wieder in Dienst stellen sozusagen. Wir sind in den letzten Tagen schon hier durchgelaufen auch, aber das ist ein symbolischer Akt gleich. An dieser Stelle möchte ich auch zwei Spendern ganz herzlich danken, die die Restaurierung des Portals ermöglicht haben. Der eine möchte explizit nicht genannt werden. Die andere großzügige Spende kommt von der Christa und Dieter Lange Stiftung. Die Stifterin Christa Lange ist heute nicht hier aus gesundheitlichen Gründen, aber sie wird vertreten durch den Vorsitzenden der Stiftung Gerd Dilling und seiner Frau und Klaus Vetter. Ich begrüße Sie herzlich und finde es schön, dass Sie heute Morgen hier sind. Ja, herzlichen Dank natürlich auch dem Bachchor, der heute in Form des Kollegiums Vokale hier den Gottesdienst musiziert und hinter mir sozusagen das dem Bachorchester und auch Irene Carpentier und Aljoscha, jetzt muss ich gucken, Aljoscha Lennert, die Solistin und der Solist, die heute hier den Gottesdienst musikalisch gestalten. Auch da gibt es materialisierten Dank am Ende, geht also auch ihr nicht ohne etwas in der Hand zurück. Ja. Noch jetzt ein Hinweis zum Gottesdienst. Die Kollekte, die wir am Ausgang im Klingelbeutel einsammeln, ist wie immer zur Hälfte für Brot für die Welt und zur anderen Hälfte für den Heimatverein Achenbach bestimmt, der in besonderer Weise ukrainische Flüchtlinge unterstützt. Die Kollekte am Ausgang, die wir heute in der Spendenbox einsammeln, ist auf Beschluss des Presbyteriums und im Wechsel mit einer anderen Kollekte bestimmt für die Sanierung unserer Martinikirche. Im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie herzlich eingeladen noch nach draußen. Ich habe es eben schon angedeutet, den Platz auf dem Platz vorm Hauptportal eingeladen auf ein Glas Sekt oder Orangensaft oder auch Wasser, um die bisher geleisteten Arbeiten an der Kirche noch einmal in besonderer Weise zu würdigen und zu feiern. Ein kleiner Festakt zur offiziellen Indienstnahme des neu restaurierten Portals. Herzliche Einladung dazu. Und nun feiern wir Gottesdienst und wir tun das im Namen Gottes, des Schöpfers, der wie ein Vater und eine Mutter für uns sorgt, weil er uns liebt. Im Namen Jesu Christi, der diese Liebe Gottes unter den Menschen gelebt hat. Und im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, die unserem Denken, Fühlen und Wollen Lebendigkeit und Weisheit schenkt. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Wir singen miteinander das erste Lied. Thank you.
Lassen Sie uns beten. Wie schön jetzt hier zu sein, treuer Gott, in diesem schönen Raum. Wie gut jetzt hier zu sein, für eine Zeit Abstand zu bekommen von allem, was uns noch nachgeht aus der vergangenen Woche, von allem Druck, aller Sorge. Wie gut jetzt hier zu sein, treuer Gott, zu spüren, wir sind nicht allein, uns fallen lassen zu können, mit allem, was wir sind, was wir denken und fühlen, uns fallen lassen zu können in die Musik, in Worte, die von dir kommen und uns gut tun, in deine Liebe. Wie gut, jetzt hier zu sein, uns unterbrechen zu lassen von dir, heilsam und rettend. Segne diesen Gottesdienst und uns durch ihn. Amen. Ich lese aus Psalm 118 die Verse 1 bis 5, 14 bis 17, 19 und 24. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Thank you.
Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen und stehen dazu, wenn möglich, auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, Vater und Mutter und unserem Bruder Jesus Christus. Amen. Der Predigttext, der erste Satz der Kantate oder der Titel der Kantate, der Vers, aus dem der Titel der Kantate genommen ist. Wer Dank darbringt, gibt mir Gewicht. Da ist der Weg. Ich zeige Ihnen, wie die Gottheit befreit. Treuer Gott, wir bitten dich, öffne du dein Wort für uns und mach uns offen für dein Wort, dass wir es verstehen und dass es uns Hilfe wird für unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, sag Danke. Das tut man. Vielleicht haben Sie diese Ermahnung der Eltern noch im Kopf und nicht nur im Kopf, sondern tief in sich verinnerlicht. Danke sagen, das war, das ist eine tief in uns hineingelegte Pflicht, auch Gott gegenüber. Und es ist entsprechend konnotiert, das heißt, wir verbinden damit entsprechende Gefühle. Pflicht eben. Das tut man, Frau. Und wir wissen, wie es uns mit mancher Pflicht geht. Im Judentum, in der hebräischen Sprache, Ralf van Doorn hat das dankenswerterweise vorhin auch deutlich gemacht in der Werkeinführung. Danke übrigens, Ralf, für deine Werkanführung, für euer beider Werkanführung, spannend und interessant. In der jüdischen Sprache und in der hebräischen Sprache und im Judentum gibt es interessanterweise diese Vorstellung von pflichtschuldigem Dank gegenüber Gott gar nicht. Die Menschen loben Gott, sie preisen Gott, sie bringen ihre Freude und ihr Glück zum Ausdruck, finden Sprache dafür, aber das ist kein pflichtschuldiger Dank, sondern es ist die Sprache, die aus tiefem Empfinden kommt, aus tiefem Herzen. Ganz selbstverständlich kommt diese Sprache auf die Lippen, wo Menschen sehen, erfahren, wahrnehmen, was ihnen an Schönem begegnet und widerfährt. Es ist ihnen bewusst, dass es Gott ist, der oder die all das schenkt, was zum Leben da ist, was glücklich macht, was im wahrsten Sinne wunderbar ist, schön und gut. Immer wieder, jeden Tag neu begegnet es uns. Luft, Wasser, Firmament und Erden, ihn preiset die Natur mit ungezählten Gaben, so der Text der Kantate. Und das tun sie einfach nur so, einfach durch ihre Existenz, ihre Schönheit, ihre Wunder. Und so viele Psalmen fassen in Worte, was Menschen sehen und erfahren an Schönheit der Gaben Gottes. Ob es die Natur ist, die überschwänglich beschrieben und bestaunt wird, Adonai, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschen und Tiere unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Wir werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst uns mit Wonne wie mit einem Strom. Ob es die Schönheit der Natur ist oder ob es Gottes Hilfe ist in Wundern, die erstaunlich auf die Menschen zukamen und zukommen, die sie befreien und wie ihnen wieder Luft zum Atmen geben, wo vorher Enge und Angst herrschte. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. In der Angst rief ich dich, Adonai, an, und Adonai erhörte mich und tröstete mich. All diese Erfahrungen, die in der Natur und die individuell gemacht werden, all diese Erfahrungen lassen Menschen froh jubeln, ausgelassen Gott loben, mit Worten, mit Musik, mit Freudentänzen. Auch in der Musik gibt es Freudentänze. Du hast meine Trauer verwandelt in einen Reigen. So staunen die Menschen. Dank, das ist die selbstverständliche Lebensäußerung, wenn das Herz voll ist und wenn es übergeht vor Glück und vor Erleichterung. Wenn es aufatmet, weit wird, angesichts der Schönheit der Schöpfung und all ihrer Wunder, angesichts von rettender Hilfe, die ein Einzelner, eine Einzelne erfährt. Selbstverständlich
kommt der Dank auf die Lippen in ganz unterschiedlichen Worten und Weisen. Wir kennen das. Wir kennen solche Momente, in denen uns das Herz übergeht, ganz selbstverständlich, nicht angestrengt, nicht eingefordert, eben nicht pflichtschuldig. Wir kennen das, mit ganzem Leib, mit ganzer Seele, mit all unseren Sinnen Schönes und Gutes wahrnehmen. Und wir wissen, was solche Momente in uns auslösen. Plötzlich spüren wir ein ganz neues Lebensgefühl. Alles, was eben noch schwer war und düster aussah, alles, was eben noch unsere Seelen beschwerte, alles, was uns eben noch lähmte und hilflos machte, plötzlich ist es weg. Und da ist endlich wieder Hoffnung und endlich wieder Kraft. Wir spüren Energie, wir haben schöne Bilder vor Augen von der Welt und plötzlich entstehen neue Visionen, wie wir leben wollen. Und plötzlich spüren wir ganz intensiv, dass wir das, was Gott an Schönem, an Wunderbarem schenkt, erhalten und bewahren wollen. Sie kennen solche Momente? Es ist so nötig, liebe Gemeinde, sie zu erinnern und sie festzuhalten, diese Momente. Es ist so wichtig, die Sinne zu schärfen für die täglichen Erfahrungen von Schönheit und wieder aufstehen können, die Gott schenkt. Und es ist so wichtig, sich Zeit zu nehmen für diese Erfahrungen, sie in sich eindringen zu lassen in ihrer Intensität, sie zu verinnerlichen, damit wir sie nicht vergessen. Nicht, weil wir dazu verpflichtet wären, nicht, weil wir es schuldig sind, sondern weil diese Wertschätzung der Wunder Gottes Wege zeigt und eröffnet zu Befreiung und zu gutem Leben. Wer Dank darbringt, gibt mir Gewicht. Da ist der Weg. Ich zeige Ihnen, wie die Gottheit befreit. Ja, Gott in seinem wunderbaren und rettenden Tun wertzuschätzen, rettet Leben. Und dieses Innehalten verändert uns. Sie kennen das. Wenn die Einsicht, dass die Schönheit der Wunder Gottes gerettet werden muss, größer wird als die Einwände der Skepsis oder der Gleichgültigkeit, die manchmal in uns ist und sich breit macht. Sie kennen das, wenn die Sehnsucht nach oben kommt, für die sonst kein Raum war, wenn plötzlich Bilder von einem guten Leben in uns entstehen, das vielleicht ärmer ist, aber in so vielem viel reicher. Sie kennen das? Wir brauchen dieses Innehalten, wir brauchen das Wertschätzen der Wunder Gottes, wir brauchen es dringend. Und ich glaube, dass Menschen besondere Räume brauchen, Räume, die für eine Zeit Abstand schaffen von allem, was bedrängt und atemlos macht. Abstand von dem, was unveränderlich zu sein scheint. Abstand, um wieder frei denken zu können, befreit von allen Zwängen und von allen Scheren im Kopf. Befreit, wieder Visionen zu entwickeln, zu fühlen und zu leben. Es gibt Alternativen, aber wir können sie nicht mehr denken. Zu sehr sind wir zugemüllt mit Nachrichten, die uns Ausweglosigkeit suggerieren. Zu sehr sind wir zugemüllt mit vermeintlichen Notwendigkeiten eines Systems, das im Grunde schon lange nicht mehr funktioniert. Zu sehr sind wir zugemüllt, auch von scheinbaren digitalen Notwendigkeiten. Wir starren auf unsere Smartphones, statt die Schönheit des Himmels und der Wolken zu sehen. Wir kommunizieren über soziale Medien, statt miteinander zu reden. Wir verbrauchen unendlich viel Zeit dabei, werden atemlos vor lauter Anforderungen, die das digitale System produziert. Hier noch schnell eine Nachricht, hier noch eine Antwort, hier muss ich noch wahrnehmen, was mir im Chat oder auf der Seite, die ich beachten muss, vorgeführt wird. Alles Dinge, die im Grunde völlig unwichtig sind, aber ich muss sie wahrnehmen. In dieser ganzen Gemengelage, die uns die Zeit nimmt, in Ruhe nachzudenken, brauchen wir, liebe Gemeinde, die Möglichkeit und die Räume, aus diesem Getriebensein herausführen. Räume, in denen wenigstens für eine Zeit
eine Welt, die Welt ausgesperrt ist. Räume, in denen das Schöne gelobt wird und die Wunder besungen werden. Räume, die unsere Blicke wieder erholsam entspannen. Räume, in denen nichts ist als karge Schönheit. Räume, in denen die Gedanken zur Ruhe kommen können und sortiert werden können. Räume, in denen anderes zu hören ist als in Zeitungen und Talkshows. Anderes, wohltuend anderes, anregend, inspirierendes. Die Erzählungen vom Anfang zum Beispiel, die wir im Predigtsommer gehört und bedacht haben, Erzählungen, die plötzlich zu reden anfangen, mitten in unsere Zeit hinein und die uns die Augen öffnen für das, was ist und die plötzlich sehen lassen, was zu verändern nötig wäre, damit die Welt wieder so wird, wie sie gedacht war und ist. Es braucht Räume, in denen Erzählungen von Heilwerden und vom Gelingen des Teilens zu hören sind. Es braucht Räume, in denen das Kaufmannsdenken keinen Platz hat, in denen nicht gefragt wird, was es bringt und ob es lohnt. Es braucht Räume, in denen wir einfach nur aufatmen können. Bei wunderbarer Musik, die unsere Seelen berührt und stärkt, die uns mit ihrer Schönheit zum Weinen bringt, die uns bis in die Tiefen hinein tröstet, die unsere Herzen aber auch mitreißt zu einer tiefen Freude, die unser Verstand noch gar nicht begreift. Wir brauchen Räume, in denen wir einen wertschätzenden Umgang miteinander leben, in denen unterschiedliche Meinungen respektvoll ausgetragen werden, in denen eine Atmosphäre herrscht, in der miteinander gelernt werden kann. Es braucht Räume, in denen wir gemeinsam Visionen entwickeln, in denen wir nicht vereinzelt werden, wie im neoliberalen System üblich. Wir brauchen Räume, in denen wir spüren, dass wir nicht allein sind mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen und Hilflosigkeiten. Räume, in denen wir spüren können, wie gut es ist, und wie viel es bringt, gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam nach Wegen zu suchen, die das Leben retten. Ich erlebe unsere Martini-Kirche, dieses alte Gemäuer, als einen solchen wertvollen Raum, in dem diese Vielfalt der Unterbrechung und des Atemholens, des wichtigen gesellschaftlichen Diskurses immer wieder geschieht, auf ganz unterschiedliche Weise, in ganz unterschiedlichen Veranstaltungen. Und das, liebe Gemeinde, das möge so bleiben, dass Menschen hierher kommen können, um sich heilsam unterbrechen lassen, zu lassen. Dass Menschen aufatmen können in diesem Raum mit seiner kargen Schönheit. Dass Menschen sich hier aufgehoben und verstanden fühlen, die in unserer Gesellschaft am Rande stehen und keine Stimme haben. Dass Menschen erfahren, wie schön und hoffnungsvoll es ist, zu wissen und zu spüren, dass wir nicht allein sind, dass wir nicht das Leben allein meistern müssen. Ja, möge das so bleiben, dass Menschen aus dieser Kirche wieder herausgehen mit neuer Energie, gefüllt mit der Geistkraft, die Leben schafft und erhält, voll von schönen Bildern, die stärken und inspirieren und rettende Ideen in den Alltag tragen. Möge das so bleiben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Willen an. Ich kenne, was ich bin. Leib, Leben und Verstand, Gesundheit, Kraft und Sinn, der du mich lässt mit frohem Mut genießen. Sie ströme deine Kraft, die du auf mich lässt fließen. Lieb, Fried, Gerechtigkeit und Freud in deinem Geist sind Schwester, durch du mir schon hier ein Vorbild reist. Was Gutes du gedenkst, mir Torten zuzuteilen und mich an Leib und Seele vollkommen dich zu heilen. Wir wollen Fürbitte halten und nach den einzelnen Abschnitten des Fürbittengebets bitte ich Sie einzustimmen in den Ruf Kyrie Eleison. Treuer Gott, deine Schönheiten und Wunder umgeben uns und kommen auf uns zu, jeden Tag wieder neu. Wir sehen sie, wir spüren sie. Und wo wir sie sehen und spüren, verändern sie uns. Wir loben dich, treuer Gott. Wir danken dir aus vollem Herzen, aus ganzer Seele. Wir wünschen uns, dass die Kraft deines Geistes, die Kraft dessen, was du uns schenkst, uns begleitet in unseren Alltag. Dass sie uns die Hoffnung stärkt gegen alle Mutlosigkeit und Hilflosigkeit und Verzweiflung, die uns manchmal überfällt. Hilf uns, auf deine Wunder zu vertrauen, von ihnen zu erzählen auch. Hilf uns, dazu beizutragen, dass Visionen entstehen und der Mut entsteht, sie zu leben. Wir rufen zu dir.
Wir denken vor dir, treuer Gott, an die Menschen, die das Schöne nicht sehen können gerade, an die, die gefangen sind in Ängsten, an die, die den Machtspielen der Mächtigen hilflos ausgeliefert sind, in den Kriegen, die in dieser Welt stattfinden, nicht nur in der Ukraine, auf den Fluchtwegen, in Flüchtlingscamps. Stärke alle, die Wege des Friedens suchen, unbeirrt von Kriegspropaganda, die sich so plausibel anhört. Stärke alle, die Menschen auf der Flucht helfen und beistehen. Stärke die, die den Mund auftun für die Stummen. Stärke die, die aushalten mit denen, die in Angst sind. Stärke die, die Hoffnung geben, mitten in Ausweglosigkeit. Gott, wir rufen zu dir. Wir bitten dich für unsere Kirche, treuer Gott, dass sie deinen Willen glaubwürdig lebt in dieser Welt, dass sie Räume öffnet und bietet, in denen Menschen aufatmen und Kraft schöpfen können, in denen nicht gefragt wird, was es bringt und ob es lohnt, in denen Menschen frei denken und miteinander lernen können, in denen Visionen entstehen von einer guten Welt und Ideen, wie sie zu leben wären. Hilf, dass unsere Kirche ein solcher Ort bleibt und immer wieder wird. Wir rufen zu dir. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und singen das letzte angeschlagene Lied. Nach dem Segen nehmen wir auch wieder Platz und ich glaube, ihr musiziert noch mal den Eingangschor. Ja? Okay.
Ich bitte Sie zum Segen, noch mal aufzustehen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht hell werden über dir und sei dir gnädig. Gott wende dir sein Angesicht zu und gebe dir seinen Frieden. Amen. Steht, glaube ich, im Programm gar nicht drin, dass wir den Eingangschor noch mal wiederholen der Kantate, aber das ist ja schon gute Tradition. Sie haben es ja am Anfang gehört, Sie haben es auch eben, also am Anfang haben Sie es gesungen, eben haben Sie es gehört. Eigentlich müssten Sie es jetzt mitsingen, zumindest innerlich.